hier haben wir jetzt die Strecke von Calapi in Richtung Arenal, Palma. Oder wenn ihr sie umgekehrt fahrt, dann ist es die Richtung von Palma in Richtung Calapi. Und auch immer wieder eine sehr schöne Strecke zum Fahren, weil ja, in ein paar Minuten kommt man auch richtig schön direkt an der Steilküste entlang, am Meer entlang. Also, wer mit dem Mietwagen unterwegs ist oder mit dem Motorrad, sollte sich auf jeden Fall mal Zeit nehmen, hier die Strecke zwischen Jukmajor bzw. zwischen Palma und Calapi zu fahren. Es gibt noch eine sehr schöne Strecke, die bin ich vorher gefahren, wenn man in Jukmajor ist und in Jukmajor rechts abbiegt Richtung Calapi. Dann fährt man auch noch ganz kleine Sträßchen durchs Landesinnere. Auch eine tolle Straße, wenn man mal nicht über die Hauptstraßen fahren möchte. Aber die Strecke hier ist immer wieder sehr schön zu fahren. Hier geht es links ans Kap Blanc. Da ist sie auch mal hinfahren. Das ist, da war ich auch noch nie. Es ist immer wieder schön, wenn man durch die YouTube-Videos, die man machen möchte, auf neue Ideen kommt und Sachen sieht auf der Insel, wo man in den ganzen Jahren zwar schon öfters was davon gehört hat, aber noch nie war. Also dankenswerterweise, da wir, ich euch immer mal wieder was Neues zeigen wollen oder immer mal wieder an der Insel teilhaben lassen wollen, einfach Spaß haben wollen, euch die Insel zeigen wollen, kommen wir immer wieder auf neue Sachen. Jetzt hier sieht man links die Steilküste. Ist jetzt ein bisschen schade, sieht man natürlich hier vom Auto aus nicht so doll, weil die Kamera vorne im Fenster hängt. Ich muss mal noch mal ganz kurz umdrehen und die Kamera ans Fahrerfenster kleben und dann noch mal entlang fahren. Das mache ich jetzt auch kurz. Ich fahre mal kurz hier raus. Habe jetzt einmal umgedreht und mache jetzt einmal kurz noch mal auf dem Rückweg, jetzt mal kurz in die andere Richtung. Kurz mal die Strecke hier, aber immer noch von der Windschutzscheibe aus. Jetzt gleich noch mal um und dann mache ich die Kamera noch mal ans Fahrerfenster dran. Jetzt muss ich gleich wieder anhalten und die Kamera wieder an die Windschutzscheibe hängen. Nochmal vorm Umhängen einen Blick hier über die Steilküste aufs Meer. Und die Kamera hängt wieder an der Windschutzscheibe. Wie immer zum Ende vom Video.
bedanke ich mich auch bei diesem Video. War nur ein kurzes Video, dass ihr zugeschaut habt. Jetzt abonnieren unseren Kanal, die Glocke drücken, abonnieren. Und wie immer, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick vom Kann Gourmet. Tschüss, ciao.